Richard Kinnan. Ich liebe Ihre Bücher. Ich bin ein Fan. Danke. Ja, ich bin ganz fanatisch. Mr. Kinnan, welche Ehre. Ich bin Betsy Wright von Penn und freue mich. Betsy? Hier entlang, bitte. Mr. Kinnan, bitte! Bücher sind unglaublich. Bitte! Ah, die Hand des Ruhms. Die habe ich selbst angefertigt. Dankeschön. Hier. Ich kriege im Jahr ungefähr 10 davon. Wie war denn die Fahrt, Rich? Oh, die war ganz gut. Ich habe den ganzen Morgen versucht, dich zu erreichen. Ging die Mailbox an? Ach komm, du hast dein Handy abgestellt, du Mistkerl. Ach, ich schlag mich gerade mit ein paar Ideen rum. Ein blödes Gefühl, wenn der Autor, den ich vertrete, nicht mit mir redet. Ich bitte um Entschuldigung. Liebst du mich noch? Nein, ich lass mich scheiden. Bitte, nach der Tagung meldest du dich bei mir, ja? Die Warner Studios wollen Night Vision verfilmen. Dann werden wir endlich reich. Mr. Kinnell? Mr. Kinnell, wo nehmen Sie Ihre Ideen her? Mr. Kinnell, können Sie sich auch selbst erschrecken? Richard, also, Richard, ich zeige Ihnen jetzt was. Cool, was? Würden Sie mir ein Autogramm draufgeben? Das wünsche ich mir schon. Lassen Sie sich wieder kommen an. Sie. Nein, oh, jetzt lass Sie mich mal los. Mit. Kommen Sie. Ich liebe Sie. Na los. Das war ich. Ja, aber du solltest mal zu einer Wachsbehandlung gehen. Sehr witzig. Ah, Sarah. Richard. Will. Will. Entschuldige mich bitte einen Moment. Geht es so für Sie? Nein, aber egal. Hauptsache, ich bin reich. Mein Hintern hat jetzt eine eigene Reality-Show. Können Sie mir sagen, ob da hinten auch meine Würde sitzt? Ich habe ein Problem, oder? In Ihrem Dünndarm sind atypische Zellen aufgetaucht, die sich im Dickdarm ausgebreitet haben. Nächste Woche möchte ich den oberen Magen-Darm-Trakt röntgen. Was ist es? Vorerst noch nichts. Also bitte, Sie verschweigen mir doch was. Ja schon, aber ich will erst genaueres wissen. Aber es ist was Ernstes. Ich sehe es mir noch mal an. Ja. Mein Schicksal hat mich wohl angeschissen. Bitte? Es überrascht mich nicht. Meine Mutter ist mit 44 gestorben. Mein Vater mit 36. Sie suchen nach einem Grund. Naja, es gibt doch viele Gründe. Rohes Fleisch zum Beispiel, Zigaretten oder auch ungeschützten Sex. Nein, nein, es gibt eine Erklärung, die für uns alle gilt. Wir sind sterblich. Ich kann mir vorstellen, dass Schriftsteller immer alles unter Kontrolle haben müssen. Zum Beispiel, was ihre Figuren sagen. Oder was sie tun. Sie haben sogar das Wetter im Griff. In der Medizin ist das anders. Wir sind immer wieder gezwungen, uns an Chaos zu gewöhnen. Ja, der Mensch plant und Gott lacht. Wann können Sie wiederkommen? Jetzt bewegt euch doch! Kommt schon, seid ihr da vorne etwa blind und dazu noch betrunken? Verdammt. Ach Gott, lass es bitte nicht sein. Wenn ich bereit bin, werde ich sterben.
Schön blasiert. Weißt du was, was ich nicht weiß? Sind Sie Richard Kinnell? Ja, genau. Das Bild gefällt Ihnen sicher. Das ist doch Ihr Stil. Ja, das ist richtig. Ich bin Judy Dement. Ich wohne hier in der Straße. Können Sie mir was über das Bild sagen, Judy? Es ist ein Original. Der Künstler war Bobby Hastings. Ich verkaufe die gesamten Sachen der Hastings, wissen Sie? Das Haus da drüben gehörte Ihnen. Sie hinterließen sogar einen Hund. Der Typ da sieht aus wie ein Rock'n'Roll-Kannibale. Das war Bobbys Stil. Er trug Tag ein, Tag aus dasselbe T-Shirt. Mit einem Foto von Led Zeppelin drauf. Am Ende war Bobby nur noch Haut und Knochen und immer ungewaschen. Wie am Ende? Er war 23 und hat sich selbst umgebracht. Er war sowas wie ein gequältes Genie, das aber immer noch zu Hause lebte. Es waren einfach die Drogen. Haben Sie noch andere Bilder, Judy? Nein. Eines Tages, es war ein Dienstag, brachte Bobby all seine Bilder und Skizzen in den Hof. Nur dieses eine nicht. Und verbrannte sie. Er muss 70 oder 80 gehabt haben. Dazu die Skizzenblöcke. Iris, seine Mutter, hat gesagt, dass fast alle Bilder schrecklich waren. Viel schlimmer als das hier. Hier standen die Haare zu Berge. Auf den meisten war irgendwelcher Sexkram. Wirklich? In der Garage, da wurden weit über 100 von diesen kleinen Flaschen gefunden, in denen Crack-Kokain verkauft wird. Da hat Bobby immer gemalt. Na ja, da hat eine Flasche die andere gefunden. Oh, entschuldigen Sie. Sind Drogen nicht grausam, Mr. Kinnell? Oh ja, das sind sie. Wissen Sie, als Iris ihn da oben hängend vorfand, war ein kleiner Zettel an seinem Shirt, auf dem stand: Ich ertrage es nicht, was mit mir passiert. Ach ja. Mir geht's genauso. Okay, also, wie viel wollen Sie denn für das Bild haben? $45. Ach, sei still! Hoffentlich kauft jemand den Hund, er hört einfach nicht auf mich. Anfangs wollte ich 70 haben, aber es gefällt keinem. Darum habe ich es runtergesetzt. Mr. Kinnell, wo nehmen Sie nur all die verrückten Ideen her? Also ich würde es vorziehen zu leben. Entschuldige. Na gut. Ich war auf einem Trödelmarkt. Oh, und hast du was gefunden? Ja, natürlich. Ah, das will ich sehen. Okay, okay. Das pustet dir die Strumpfhose weg. Das hast du schön gesagt. Und? Ich sehe wohl nicht richtig. Das ist ja furchtbar, Richard. Ach, das ist doch gar nicht so schlecht. Oh. Der Straßenvirus zieht nach Norden. Passt doch, oder? Oh, also, sag mal, wer malt denn sowas?
Merkwürdig, dass dich dieses Bild anspricht. Du bist doch ein Meister in Sachen Furcht. Schon als Junge hattest du sehr viel Fantasie. Das Tattoo ist mir gar nicht aufgefallen. Schon diese Zähne? Ja, die habe ich gleich gesehen. Aber in diesem Licht wirkt es ganz anders. Es sieht auf einmal viel dunkler aus. Na, egal. Danke fürs Essen. Hat's dir geschmeckt? Oh ja, sehr. Was denkst du gerade? Oh. Ich war heute beim Arzt. Zu meiner ersten Darmspiegelung. Und leider wurde was gefunden. Er will mich noch weiter untersuchen. Und wann machen Sie eine Biopsie? Nächste Woche. Das ist halb so wild. Ich finde es sehr wild. Ja, ich weiß. Du denkst an meine Schwester. Das war damals eine andere Zeit. Wie alt bin ich jetzt? 50. Und Mom war 40, als sie krank wurde. Sie hatte noch sehr gute 4 Jahre. Der Künstler hat sich erhängt und hinterließ eine simple Nachricht. Die hieß: Ich ertrage es nicht, was mit mir passiert. Ach, was soll denn der Blödsinn, Richard? Das ist doch nur Selbstmitleid. Du stehst mitten im Leben. Hör mal, du hast noch 50 Bücher zu schreiben. 50. Ach ja, auf dem Rückweg muss ich noch bei Sally vorbeifahren. Sie hat Hobo in Pflege genommen. Wird das was mit dir und Sally? Nein, wir sind nur befreundet. Du könntest etwas mehr gebrauchen als nur Freundschaft, hm? Nein, danke. Nein, einmal um den Park mit Sally ist für jeden Mann wirklich genug. Naja. Ich bin sicher, dass alles gut wird. Du solltest eine positive Einstellung gewinnen. Und wenn du das Bild wegwerfen würdest, dann wäre das schon mal ein guter Anfang. Ach, Tantchen. Nein, ich mein's ernst. Also, wenn du an den Seco River kommst, dann hältst du dort auf dem Seitenstreifen und wirfst es hinunter. Ach, sieh mich an, Richard. Ich bin 63. Und ich sage immer: Bereichere dein Leben mit Blumen. Hast du das gehört? Tantchen will, dass du schwimmen gehst. Nein, tauchen. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich liebe dich über alles. Still, du dummer Hund! Tut mir leid, ich mach jetzt Feierabend.
Leben durch Blumen bereichern. So viel zu Blumen. Schöne Beine. Achten Sie auf die Ballaststoffe. Bild? Ich sehe kein Bild.
Gehört es auch zu Ihren Tricks, Scheibenwischer zu fressen? So, alles klar. Kannst aussteigen. Na komm. Tut mir leid, Richard. Dein Hund ist drin. Ich kann ihn kaum von der Toilette fernhalten. Hat er immer so viel Durst? Vielleicht hat er was Salziges gefressen. Du musst ihn irgendwann untersuchen lassen. Wie ist denn die Tagung gewesen? Gut. Fühlst du dich von deiner Popularität jetzt nicht mehr bedroht? Sally, würdest du jetzt bitte den Hund rausholen? Du kommst nicht rein? Aus! Nein, das geht leider nicht. Es sind noch 2 Stunden Fahrt bis nach Derry. Oh, ich verstehe. Du wirst bestimmt von jemandem erwartet. Nein, es wartet keiner. Oh mein Gott, was ist mit unserem Wagen passiert? Also mit deinem Wagen wurde er aufgebrochen? Das ist eine lange Geschichte. Hat jemand versucht, dein Bild zu stehlen? Hä? Du hast bestimmt an einem Trödelmarkt gehalten. Du bist doch immer auf der Suche. Ich habe es doch weggeworfen. Bitte sag, dass du das nicht gekauft hast. Sag, dass dir das einer von deinen kranken Fans geschenkt hat. Richard! Was ist denn? Ich hatte es doch vorhin in den Fluss geworfen. Was ist nur mit dir los? Du bist ja kreidebleich. Du siehst schon wieder besser aus. Jetzt bist du nicht mehr so blass. Irgendwie verhältst du dich merkwürdig. Du erschreckst ja deinen eigenen Hund. Der Trödelmarkt war in einer Garage in Rosewood. Und was war da? Na, da habe ich dieses Bild gekauft. Und heute Nachmittag, als ich in Boston war, überquerte der Firebird die Sachem Bridge in Boston. Jetzt ist er in Rosewood. Das Bild verändert sich. Es verfolgt mich. Du trinkst doch wieder, oder? Nein. Pillen? Nein. Was ist es dann? Du hast dich beim Arzt durchchecken lassen und ich möchte gerne wissen, was ist. Also bitte, was hat er gesagt? Er hat was gefunden. Und was hat er gefunden? Keine Ahnung. Wieso hast du mir das nicht gleich erzählt? Hattest du etwa vor, nach Hause zu fahren und das in dich reinzufressen? Erzähl mir jetzt genau, was der Arzt gesagt hat. Also, was der Arzt gesagt hat, ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Ich finde, dass es viel erschreckender ist, dass ich kurz davor bin, meinen Verstand zu verlieren. Nein, nein, das ist doch Blödsinn, Richard. Du hattest einen furchtbaren Tag. Ich weiß, was ich zu tun habe. Oh nein, doch, das hilft dir, du wirst sehen. Zieh dich aus, runter mit dem Zeug. Komm schon, wir gehen nach hinten. So viel zu den Steuererklärungen von 2006. Und jetzt unterbrechen wir für eine aktuelle Meldung. Eine Frau in Rosewood wurde brutal ermordet, als sie einem Freund behilflich war. Die 38-jährige Judith Demand veranstaltete einen Verkaufstag in ihrer Garage, als sie überfallen wurde. Nachbarn hörten einen Wagen über die Route 1 davonrasen. Ich lege die Quarzsteine auf deine Chakren. So. Glaubst du denn, dass Quarzsteine die Fantasie zähmen können? Natürlich können sie das. Mein Gott, ist das heiß hier. Ja, genau darum geht's doch. Dein Körper lässt Giftstoffe frei. Okay, runterschlucken. Das ist ein Blütenextrakt zur Angstbekämpfung. Na los, Mund aufmachen. Gib mir mehr davon. Du solltest mehr über Gesundheit wissen. Du bist doch Schriftsteller. Und Wissen ist Macht. Das weißt du ja. Du musst positiv denken. So was Ähnliches hat meine Tante auch gesagt. Musik.
Schön, dass du wieder da bist. Fühlst du dich besser? Na komm schon rein hier. Es ist weg. Wie durch Magie. Wo hast du es hingetan? Frag nicht. Sally. Es liegt im Müll, wo es hingehört. Hat es sich verändert? Ich habe es mir nicht angesehen. Also ich meine, war es immer noch wie das gesagt, von... ich habe es mir nicht angesehen. Vergiss es. Hier. Was soll das? Tu mir den Gefallen und übernachte heute im Lighthouse. Ich will nicht, dass du hier schläfst, okay? Richard. Ich, bitte, ich könnte sonst gar nicht schlafen. Ich habe keine Angst vor dem Bild. Aber es würde mich beruhigen. Danke für die Steine. Ist schon gut. Ach ja, und auch im Namen von Hobo vielen Dank. Keine Ursache. Hobo! Hey. Bitte finde wieder zurück. Ja, ich versuch's. Ich hoffe, ich schaffe es, das Ding in mir zu bezwingen. Ich werde sie alle noch überraschen, weißt du. Sweet Home. Schluss mit Trödelmärkten. Ich habe sie weggeschickt. Ich weiß genau, wer du bist. Eine Krankheit, die in meinem Körper steckt. Wenn ich draufgehe, wirst du auch sterben. Also überleg dir das. Du bringst dich um, wenn du mich tötest. Wir brauchen einander, um zu leben. Ich bin nicht deine verfluchte Krankheit, du elender Egomane, hörst du? Ich bin das, was du nicht kennst. Ich bin deine Angst.
Die Polizei teilte uns mit, dass der heutige Mord leider nicht der einzige in dieser Gegend ist. Einen anderen Todesfall gab es im letzten Jahr. Ein junger Mann beging in demselben Haus Selbstmord. Das ist sehr traurig. Die Familie Dement und all ihre Freunde sind über Judys Tod sehr bestürzt. Claudia Clemens, live aus Rosewood. Das ist real. Das ist real. Nein. Nein, nicht Trudy. Hallo? Trudy. Das wird zwar die Einbrecher ermuntern, aber ich bin nach Kennebunk gefahren, um ins Kino zu gehen. Falls Sie die Absicht haben, einzubrechen, lassen Sie bitte das Sparschwein stehen. Eine Nachricht hinterlassen Sie nach dem Piepton. Trudy? Trudy, ruf an, wenn du zu Hause bist. Ruf sofort an, hörst du, egal wie spät es ist. Oh Gott, bitte nicht Tante Trudy. Schick ihn über die Küstenstraße. Bitte schick ihn über die Küstenstraße. Nein! 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 Ja, Junge. Was ist denn? Dir geht's gut, hoffe ich. Ja, es geht mir schon viel besser. Was ist los? Du hast dich so komisch angehört, so zittrig. Was ist passiert? Das Bild, habe ich recht? Verdammte Bild. Ja, ich gebe dir völlig recht. Es ist einfach böse. Ich habe es in den Kamin geworfen. Ah, gut. Und verstreu die Asche. Hast du dir Sorgen um mich gemacht, weil du es mir gezeigt hast? Ja. Feuer war der richtige Weg. So bekämpfte man früher das Böse, stimmt's? In deinen Büchern hast du es oft so beschrieben. Das ist wahr, ja. Völlig richtig. Also mir geht es gut, Richard. Geh schlafen, du hattest einen harten Tag, hm? Du musst gesund und stark bleiben. Telefonieren wir morgen? Ich denke schon. Gute Nacht, mein Junge. Er müsste längst hier sein, selbst wenn er die Küstenstraße genommen hat.
Bobo. Ich gehe jetzt einfach raus.